Greetings to Germany. Rất hân hạnh được gặp bạn. Guten Morgen, ihr lieben Leute. Warum sage ich immer ihr lieben Leute? Weil dieser Kanal nur etwas für Leute mit Herzenergie ist. Jawohl. Ich stehe hier auf dem Balkon meines Hotelzimmers in Haiphong, eine ziemlich hässliche Industriestadt in der Nähe von Halong. Aber hier gibt es einen Flughafen, dazu kommen wir später nochmal. Ja, ausnahmsweise habe ich mir mal ein Zimmer gegönnt für 40 Euro die Nacht. Es gab wirklich nichts Zumutbares für diese eine Nacht, die ich jetzt unbedingt brauchte. Aber ich ziehe heute auf einen kleinen Bauernhof mit lauter Tieren und sowas. Das wird bestimmt lustig. Freut euch darauf. Ich freue mich auch darauf, was das ist. Und die Besitzerin soll sehr nett sein. Ich bin gespannt. Aber hier erstmal mein Hotelzimmer. Ein richtig tolles, riesengroßes Bett, ja. Ein riesengroßes Fenster zum Bad hin. Ich frage mich, wozu das gut sein soll. Will man da seiner Ehefrau beim Duschen zuschauen oder wozu ist das gut? Ja, dann hat man hier noch eine kleine Sitzecke, es gibt kostenlos zwei Flaschen solches Wasser, Tee und Kaffee hier, Zucker, naja, alles Zeug, was ich nicht brauche. Dann gibt es hier noch einen zweiten Balkon. Also wenn man zu zweit ist, hat jeder seinen eigenen Balkon. Eine riesengroße Couch. Was haben wir noch? Wäscheständer. Ja, es war mal nötig, dass ich meine Wäsche wasche. Und ein riesengroßer Fernseher. Hier ist alles riesengroß in Vietnam. Und hier kann man sogar deutsches Fernsehen empfangen. Ja? Also wenn ihr im Ausland seid, und das ist jetzt keine Werbung, das ist nur ein Tipp, gebt mal ein schöner-fernsehen.com und dort könnt ihr kostenlos deutsches Fernsehen schauen, zumindest in der kostenlosen Variante die Regionalsender. Man kann auch eine Gebühr bezahlen und dann kriegt man hier auch Vox und hier ORF und was weiß ich hier, Tele 5, naja, Pro7, Sat1 und sowas. Aber immerhin kannst du hier mal die Dummen von der Tagesschau angucken. Was haben wir noch? Einen Kühlschrank. Auch riesengroß. Eine Kochecke und Spüle. Dann das einzige Manko ist, hier gibt es überhaupt kein Geschirr, weder Besteck noch Teller noch Geschirr. Da haben die sich von der Hotelleitung wohl gedacht, naja, da sparen wir hier Strom. Also musst du dir hier dein eigenes Kochgeschirr mitbringen. Das finde ich wirklich ein bisschen sehr schade. Ja? Also kann man sich nicht mal ein paar Nudeln kochen. Obwohl, hier gibt es ja einen Supermarkt, da kriegt man schon einen Kochtopf für 5 Euro. Ja? Da kann man sich ein paar Nudeln machen, aber ja, ist ein bisschen blöd. Ja? Dann das riesengroße Bad, wie gesagt, mit dem Fenster zum Schlafzimmer. Da kann man so ein bisschen hier so eine kleine Piepshow machen. Hier so durchschauen. Naja. Riesengroße Badewanne, Regendusche, dann das Klo wieder mit Arschpistole, Spiegelkonsole, schönes Waschbecken und eine riesengroße, ich habe es heute mit riesengroß, Waschmaschine, sogar mit Trockner. Dann gibt es hier noch Zahnbürste und Rasierer und Seife und Seifenspender und ja, alles toll, ja. Aber bei mir wieder hier gestern Stühlerücken über mir. Ging so 20.30 Uhr los, eine Stunde Stühlerücken. Wie kann man nur eine Stunde lang Stühlerücken? Probier's mal hier, das knarzt schon ganz schön. So ein Geräusch, ja, über mir. Gefühlt, also wirklich über eine Stunde. Und gerade da, wo ich einschlafen wollte. Naja, es ging dann aber, es hat sich dann aufgelöst. So, wir gehen jetzt aber mal los. Ich will mal gucken, was die hier zum Frühstück haben, ob die hier Obst zum Frühstück haben. Und da sind wir gleich beim Thema. Ich habe tatsächlich Xin Chao. Hier, Kids hier. Fies. Xin Chao. Ich habe tatsächlich 3,5 Tage Wasserfasten gemacht. Das Problem ist, dass es hier in Vietnam kein Glaubersalz in der Apotheke zu kaufen gibt und es gibt auch kein Bittersalz in der Apotheke zu kaufen, denn
Die kennen sowas hier gar nicht. Die haben mich einfach wundert angeguckt, ja, als ich sowas verlangt habe. Man kann sich's im Internet bestellen, aber dann brauchst du wieder eine feste Adresse und du weißt, wie viel lange das dauert. Also so ein 24-Stunden-Service gibt es nicht. Ja, ich zeige euch mal das Frühstücksbuffet. Sieht gar nicht so schlecht aus, ja. Sogar Obst, das finde ich gut. Ein paar Bananen werde ich mir nachher mitnehmen. Melone hier vor allen Dingen. Ich esse mal ein Stück Melone. Ja, good morning. Hm. Und hier, wunderbar, ja. It's okay? Yes. Okay. Can I see what you have inside? Was gibt es hier schönes? Oh, Schinken und was ist das? Ah, Reis mit Chicken. Naja, alles für die Fleischfresser. Die Vietnamesen essen sowieso immer sehr viel Fleisch, ja. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Ja, leckere Soßen hier noch. Gut, 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 gut. Thank you. Und dann hat man hier noch eine herrliche Aussicht. Auf der Terrasse hier über die ganze Stadt. Also für 40 Euro Luxus pur. Muss man sich einmal einen Tag gegönnt haben, bevor ich dann auf den Bauernhof gehe hier. Und ich muss stehen geblieben beim Fasten. Ja, ich habe dann Probleme bekommen, weil ich meinen Darm nicht richtig entleeren konnte. Also ich habe zwar meinen Irrigator mit, ich konnte mir Einläufe verpassen. Und da kam auch eine ganze Menge raus, so Kotschwein und so ein Zeugs. Aber ein Teil ist doch in meinem Magen-Darm-Trakt geblieben und fing an zu faulen, zu gären. Ich bekam Blähungen, ich bekam Flatulenz, ich bekam Koliken. Und somit habe ich gesagt, na Toni, lass das mal lieber und verschieb das mal nochmal auf später, vielleicht sogar aufs Frühjahr, weil da ist ja die beste Zeit zum Fasten, wenn die Natur wieder ins Leben kommt. Aber so, 3 Tage, einfach mal dazwischen schieben, lohnt sich trotzdem. Also 3 Tage Wasserfasten, immer mal so. Jetzt hat mich hier gerade hier so ein Vieh hier angekrabbelt. In Asien kriegt man mal so einen Schreck, wenn einem was ankrabbelt. Ein harmloser Käfer, ja. Mein Herz. Wo war ich stehen geblieben? Ja, also es lohnt sich. 3 Tage Heilfasten. Immer mal dazwischen zu schieben. Denn meine Hand, ich kann wieder mit dem Messer Mango schälen. Also so schnell ging das. Ging auch das letzte Mal in Teneriffa so schnell. Mit meinen Elefantenfüßen, falls ihr euch erinnert, die waren dann auch nach 3 Tagen weg. Also es passiert im Körper schon sehr viel Heilungsprozess, also Booster, sag ich mal so, wenn ihr mal 3 Tage, 3 Fastentage einlegt. Ich fahre jetzt mal runter auf die Straße. Nehmen wir mal eine kleine, hier so einen kleinen vietnamesischen Schniedel mit. I come later. So, mal runter auf die Straße. Und das Gute ist, hier spricht man wenigstens ein paar Brocken Deutsch. Ja? Englisch meine ich. Sonst in China. Ach, China. War das jetzt schon, wie sagen wir, Spoiler? Ja, ja, wahrscheinlich. Sonst in Vietnam ist es hier ganz schwierig mit Englisch und sowas. Da muss man sich immer mit Google Translate verständigen. In Ha Long hatte ich aber noch schöne Tage im Ghost-Viertel, also im europäischen Viertel, in dieser Ghost-Town. Leute, ich kann wieder Fahrrad fahren. Ist das nicht toll? Das war auch mit beim Wasserfasten. Ab so Tag 2 oder Tag 3 habe ich mir ein Fahrrad ausgeliehen für 100.000. Das ist umgerechnet 3,60. Und dann bin ich aber richtig ein paar Kilometer Fahrrad gefahren. Ich war am Beach, also am Strand, ein menschenleerer Palmenstrand. Blende euch Bilder ein, ja. Und war im Wasser. Mats ab. Thank you.
ist das salzigste Wasser, was ich jemals irgendwie auf die Lippen oder in den Mund bekommen habe. Boah, das schmeckt so salzig wie versalzene Gemüsebrühe oder sowas, aber total versalzen. So ungefähr muss das Tote Meer schmecken. Ja, mit dem Schwimmen klappt es noch nicht, wie ihr gesehen habt. Ich war also noch nie ein guter Schwimmer. Und Rückenlage ging ein bisschen, ja, so ein bisschen strampeln da mit den Füßen, das ging. So, warum habe ich kein Handtuch mitgenommen? Und jetzt muss ich mich so hier an der Luft trocknen. Hier seht ihr den Namen des Hotels, falls ihr mal hier hin wollt. So, Treppe runter. Auch das Treppensteigen hat sich verbessert. Ich kann jetzt, ohne mich festzuhalten, die Treppe runter. Wer meine Videos verfolgt hat, der weiß, wie schlimm das noch in Ungarn war mit Krücke da die Treppe runter. Hier, ohne festzuhalten, bin ich die Treppe runter. Hier gibt es dann auch in der Nähe so kleine, süße kleine, ja, wie nennt man das, Streetfood-Verkauf, hier mit Brot, allerlei Zeugs, aber wie gesagt, immer wieder Fleisch, die Infrastruktur in Haiphong, was vegan Essen betrifft, ist hier nicht so gut, ja, es gibt hier scheinbar ein bisschen Obst. Xin Chao! Ich gehe mal über die Straße. Was hier immer ein Abenteuer ist, über die Straße zu kommen in Vietnam. Immer sehr gefährlich. Nehmen wir lieber die Ampel. Da ist eine Ampel. Die fahren hier wie die Wilden. Aber es passiert wenig, ja? Also kaum Unfälle. Erstaunlich, ja? Ich habe noch keinen einzigen Unfall beobachten können. Nicht mal irgendeinen Blechschaden. Es ist gerade grün. Aber nicht für mich. Eine Ampel. Ich habe auch noch nie eine Ampel hier gesehen. So, wo ist für Fußgänger ist hier wohl nicht, oder was? Nee, ich gehe mal jetzt rüber. Kommt trotzdem einer von rechts hier. Mopedfahrer. Das interessiert, die Verkehrsregeln gibt es hier nicht in Vietnam. Und wir gehen jetzt mal dahin, wo die Leute Gymnastik machen hier im Park. Schade, der Frühsport der alten Damen ist schon zu Ende. Aber man sieht sie hier Fußball spielen. Also das ist so ein Spiel, das kenne ich eigentlich nur aus Europa. Oder vielleicht, ey, das hat alte Damen. Das macht man hier mit so einem Sandsack. Ich habe sowas noch nie gemacht. Hier mit so einem kleinen Sandball oder sandgefüllten Ball. Wie nennt sich denn das? Ältere Damen. Ey, das muss man sich mal vorstellen. Oh, cool. Diese richtige Cracks. Ja? Unglaublich. Xin Chao. Guck dir das mal an hier. Unglaublich, ja? Ja, die Vietnamesen sind alle sportlich. Muss man sagen. Ja. Ich habe hier auch keine fetten Vietnamesen gesehen. Ja. Wie geht es bei mir weiter? Ja, erstmal der Bauernhof, da wird es nochmal ein schönes Video geben. Und ja, ich weiß nicht, Bauernhof ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist irgendwo ein bisschen abseits und ländlich und so traditionelles Bungalowhäuschen. Ich werde es sehen. Und dann will ich hier nicht mehr länger in Vietnam bleiben, denn mich interessiert unbedingt eine Frage. Was passiert, wenn in China ein Sack Reis umfällt? Und dieses Experiment werde ich machen. Ich werde es wahrscheinlich live irgendwie auf YouTube bringen, wie ich in China einen Sack Reis umschmeiße. Ich hoffe, ihr seid dann alle dabei. Ich werde es noch rechtzeitig ankündigen. Nur deswegen fahre ich nach China. Ja? So, ihr lieben Leute, ich gehe jetzt wieder mal zurück ins Hotel. Ich muss packen.
Ja, und bis um 12 muss ich ausgecheckt haben. Vielleicht habe ich bis dahin schon das Video geschnitten. Wer meinen Kanal unterstützen möchte, schaut bitte unten in die Affiliate-Links, ob ihr was gebrauchen könnt. Gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Kanal. Und wer mag, der kann mir ja über, wie nennt sich das hier, Buy Me a Coffee, ja, Buy Me a Coffee, da auf diesen Link gehen. Ja, so eine Art Kaffee spendieren. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Und spezielle Grüße nach Leipzig. Und bis bald wieder. Zin, ciao. Ne, hier sagt man Hengaplei, Hengaplei. The best of the best of the best hier in Vietnam. Yes, wirklich. Also sowas von hilfsbereit und alles richtig toll gemacht. Wirklich das Beste, okay? Rất hân hạnh được ngài đã tới khách sạn của chúng tôi và đã trải nghiệm ở đây. Thì mong ngài là lần sau sẽ có dịp để quay lại thăm Hạ Long và nghỉ tại khách sạn của chúng tôi và tìm hiểu về văn hóa và con người đất nước Việt Nam chúng tôi. Rất hân hạnh. Hẹn gặp lại.